Hacker Inferno-Turm. Und jetzt kommen wir endlich mal wieder zu einer Mega-Blitz-Truhe. Das ist für mich die beste Truhe im Spiel. Hey Leute, wir sind wieder auf dem Pay-to-Win-Account und ihr seht, wir haben inzwischen wieder über 100 Euro Budget. Und heute haben wir endlich mal wieder richtig gute Angebote. Und zwar haben wir insgesamt 6 Blitztruhen und auch endlich mal wieder eine Mega-Blitztruhe. Dazu werde ich noch 4 Blitztruhen extra kaufen, haben also insgesamt 11 Truhen und wollen danach natürlich noch weiter pushen. Wir sind ja extra jetzt gerade eben erst Level 12 geworden. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein und beginnen hier zuallererst mal, würde ich sagen, mit 4 Blitztruhen, die wir kaufen, genau, dass wir insgesamt 10 Stück haben. So, los geht's. Erstmal Gold, Ritter, Blaster, Kobold und Mauerbrecher. An sich, wie immer, wir brauchen halt irgendwelche Karten für Golem. Also Prinz schon mal gut. Grabstein ist eigentlich auch gut. Und vielleicht noch irgendwas. Am besten vielleicht auch was, was wir upgraden können, natürlich. Okay, mal schauen. Nächste Blitztruhe. Mega Lakai. Ja, krass, wenn wir eine legendäre Karte ziehen würden. Aber sehr unwahrscheinlich. Aber die Truhe war ziemlich krass eigentlich gerade. Die nehmen wir eigentlich direkt so mit, würde ich sagen. Spiegel. Lassen wir mal so. Hacker. Alter, und es kommt noch eine Spende gerade rein. Vielen, vielen Dank gerade. Lese ich alles gleich vor. Hacker lassen wir jetzt mal. Ne, Kobold-Riese raus. Okay, geht in Ordnung. Vierte Blitzturm, mal schauen, was bekommen wir. Ah, Blitz, ich weiß halt nicht. Kobold-Käfig, geht's so. Wir bräuchten. Ich will einen Megalakai, komm. Megalakai. Ja, Mini-Packer ist auch in Ordnung. Mini-Packer ist auch in Ordnung. So, würde ich sagen, kommen wir zum ersten Angebot. Zwei Blitztruhen erstmal. Kriegen auch noch Tauschmarken dazu plus Gold. Los geht's. So, jetzt die Angebote. Insgesamt noch 6 Blitztruhen, aber am Ende eben natürlich vor allem die Mega-Blitztruhe. Ich glaube, wir können 8-mal blitzen. Ich habe es wieder vergessen, ehrlich gesagt. 6-mal blitzen? Keine Ahnung. Er hat gesagt, er clickbaitet in diesem Video. Auf jeden Fall werde ich clickbaiten. Wie immer, Leute, wie immer. Manchmal ist schon ein bisschen Clickbait, aber normalerweise gehen meine Titel, finde ich schon klar. So, 5. Blitztruhe. Bomben, naja, okay. Golem, sehr gut. Golem brauchen wir. Grabstein finde ich gut. Kann man auch in sehr vielen Decks spielen. Mal schauen. Schneeball. Allgemein würde ich immer Karten nehmen, die ich allgemein eben sehr stark finde. Das geht deswegen, denke ich, auch in Ordnung. Genau. Erstes Angebot gekauft und direkt das nächste. Ist halt echt billig. Insgesamt, wir verlieren halt vor allem kein Budget. Und dann können wir noch ein Budget, unser Budget eben für richtig krasse Angebote verwenden. Oder eben für richtig große Openings. Deswegen ist halt extrem gut, wenn wir so viel sparen. Pumpe? Na, ich finde die irgendwie gerade nicht so gut. 3 Musketiere kann ich mal von mir aus lassen. Feuergeist, okay. 3 Blitztruhen noch, dann kommen wir zur Mega-Blitztruhe. Bogenschützen können wir lassen, weil wir den dann upgraden können. Aufs nächste Level. Mal schauen, was wir dann noch an Erfahrungspunkten dazu bekommen. Prinz ist in Ordnung und na, Valkyrie. Insgesamt eher schwach, finde ich. Hat auch sogar eine Legendäre schon dabei gehabt, aber egal. Ah, keine Kobolde. Na, Mortar spiele ich nicht. Die haben die Max, die Kobold-Gang, auch nicht. Pfeile auch nicht, oh komm. Na, Skelett fast. Okay, letzte Blitztruhe, bevor wir zur Mega-Blitztruhe kommen. Das ist eigentlich gut. Nur kein Packer vielleicht. Den spiele ich nicht so oft. Ballon. Irgendwas für Golem, komm. Irgendwas. Baban fast. Optimal. Würde ich sagen, das waren die 10 Blitztruhen insgesamt. Kriegen noch Gold und Tauschmarken obendrauf. Und jetzt kommen wir endlich mal wieder zu einer Mega-Blitztruhe. Das ist für mich die beste Truhe im Spiel. Ich meine, es ist eine Super-Magie-Truhe, die man eben noch blitzen kann. 1000 Juwelen, los geht's. So. 7000 Gold, für die lassen wir uns ein bisschen mehr Zeit jetzt erstmal. Mal schauen, was bekommen wir. Direkt ist erstens 213 Rekruten, die spiele ich eher nicht. Mal schauen. Die würde ich eigentlich auch eher blitzen, die Pfeile, weil die bringen nicht wirklich was. Barbarenhütte. Nee. Nein, es wird immer schlimmer. Komm, nein, komm. Irgendwas Gutes. Die epischen Legendären sind ganz wichtig jetzt. Nee, komm, jetzt bitte irgendwas Gutes. Okay, wir müssen ganz schön viel blitzen. Hoffentlich haben wir da Glück. Bitte, wenigstens eine gute Legendäre. Ah, nicht wirklich. Ich spiele die halt nicht. Oh mein Gott, was blitzen wir? X-Bogen zuerst. Ganz klare Sache. Nee, die bringt nichts zu leveln. Komm. Sehr gut. 20 Mal Barbaren fast. Das ist gut. Das ist extrem gut. So. Das nächste Inferno-Turm vielleicht. Haben wir 112 Mal. Nochmal. Ja, komm, Mini-Packer ist in Ordnung, besser als was Schlechtes. Die Pfeile als nächstes, ganz klar. Ich überlege halt, ob ich die Legendäre noch blitzen soll. Machen wir vielleicht am Ende eher. Komm, ich blitze sie, komm. Kampfos kann man spielen, ich würde es eher lassen. Dann würde ich sagen, blitzen wir als allerletzte Mal die Kobolde. Vielleicht haben wir Glück und kriegen irgendeine gute, gewöhnliche. Perfekt. Alter, insgesamt Schneeball optimal, haben wir 3 extrem gute Zauber gezogen plus Mini-Packer. Und jetzt bin ich gespannt, können wir jetzt wieder irgendwas upgraden. Also die Truhe war auf jeden Fall extrem gut eigentlich. Genau.
Erstmal Fledermäuse hier. Bringen die Feuergeiste auch auf Level 11, okay. Haben wir noch irgendwas? Fledermäuse, Feuergeiste. Die Legendären will ich ja eigentlich nicht so gerne upgraden. Ich würde sagen, wir craden jetzt einmal ein paar Legendäre ab. Weil an sich, ich tausche die Legendären eigentlich gar nicht mal so gerne insgesamt. Da würde ich sagen, machen wir zumindest mal, ich weiß nicht, den Funky. Oder ich weiß es nicht, sollen wir upgraden? Okay, also, Zuschauer haben es mal entschieden, würde ich sagen. Dann haben wir erstmal den Schneeball vergessen. Ich weiß auch nicht, was bei mir los ist, dass ich immer irgendeine Karte vergesse. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir ein paar Karten upgraden. Also auf jeden Fall Banditin. Das ist klar, Banditin Level 11 damit. Bringt halt echt ordentlich Erfahrungspunkte. Dann würde ich sagen, machen wir auch noch Friedhof auf jeden Fall. Den spiele ich ja auch sehr gerne auf dem ersten Account. Was noch? Dann würde ich auch noch den Lava-Hund machen. Und wir machen den Tunnelkreiber auch noch. Okay, so, jetzt habe ich mich entschieden, war jetzt vielleicht ein bisschen viel. Aber ich denke, insgesamt geht es in Ordnung. Prinzessin, Funky, Widerreiterin und Megaretter haben wir ja noch. Und ansonsten auch Magieschütze und so. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir eben, wie hoch wir noch mit dem Golem kommen. Das heißt, wir haben jetzt einfach mal 6 Siege in Folge. Sind einfach ungeschlagen, bräuchten noch 4 Siege für die 5300 Trophäen. Und das Ziel ist, dass wir maximal maximal einmal verlieren dürfen. Bei zweimal müssen wir aufhören. Und ich würde sagen, wir upgraden gerade noch schnell die Bogenschützen ab. Also leveln sie hoch. Upgraden hört sich seltsam an. Und ich würde sagen, los geht's. 4 Siege für die 5300. Und wir kriegen noch eine Riesentruhe, stimmt. Okay, auf geht's. Mit dem nächsten Sieg schon eine Riesentruhe vielleicht. Also ich würde es echt sagen, dass wir einfach so einen Golem reinbringen. Aber ein Stück vor dem Turm, genau. Okay, erster Push mit Golem. Wir haben bisher nicht verloren, aber das kann echt schwierig werden. Ah, da werden die Goblins Schaden machen. Schau mal, die sind Level 13. Macht das gut bisher. Okay. Ich bringe noch ein Drachenbaby. Weil ein Blitzzauber auf dem Minenwerfer lohnt sich nicht so richtig, finde ich. Die Bogenschützen sind Level 12, das ist so. Level 13 meine ich. Das tut weh. Ja, okay, zumindest. Ja, die Bogenschützen sterben weg, okay. Barbarenfass haben wir jetzt hier auch. Und wir könnten direkt den nächsten Golem bringen. Machen wir auch. Okay. Nein, was? Oh mein Gott, nein, gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Was machen wir jetzt? Wir müssen ihn ranlassen, egal. So, jetzt brauchen wir einen Konterpush. Letzte Chance gefühlt. Er hat einfach noch sowas. Prinzessin wird getroffen. Auf geht's. Letzte Chance für uns. Einfach rein jetzt. Oh, bitte. Goblin ging auch noch. Voll rein spam. Holzfäller. Ne, erstmal Tornado. Genau, Tornado. Oh, es reicht nicht, oder? Drachenbaby ist dran. Oh, können wir steffen? 3 Sekunden, eine. Ja! Oh mein Gott, was ein knappes Spiel. Ich glaube, es ist der 7. Sieg in Folge. Jetzt haben wir über 5200 Trophäen und wir haben genau eine Trophäe zu wenig, leider, für die Riesentruhe. Können wir aber relativ gut deffen, außer, ja, wir fehlen das Kobold Frost, sehr schön. Egal. So, jetzt Doppel-Elixier-Phase gleich erreicht. Wir können den Golem reinbringen. Und der Inferno-Turm ist noch aus dem Cycle, glaube ich. Den muss er erst zurückcyclen. So, und jetzt haben wir gleich Doppel-Elixier-Phase. Auf geht's. Okay. Pekka Inferno-Turm. Ernsthaft? Oh, nein. Schlecht von ihm. Können wir ignorieren. Das können wir ignorieren. Sehr schön. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlimm, weil der hat auch noch ein Schild jetzt hier. Und eigentlich hat der Pekka ausgereicht. Wir könnten jetzt hier eigentlich den Golem reinbringen sogar. Er ist überfordert gerade. Der muss wegsterben. Komm. Ja, das war's. Das soll's gewesen sein. Was will er jetzt machen? Der ist ein Wutserver. Dunkler Prinz noch nachschieben. Pekka kommt, egal. Nado drauf. Der ist dran, Achtung. Oh, der Nado. Der Nado, egal. Dunkler Prinz wäre auch am Turm dran gewesen, deswegen habe ich auch den Nado gesetzt. Ja, jetzt ist er nämlich dran. Perfekt. Da kommt nochmal ein Koboldfass. Irgendwie einfach ein Barbarenfass. Gehen nochmal voll rein. Das heißt, wir haben, glaube ich, den 8. Sieg in Folge, ne? Den 8. Wir könnten insgesamt mit 10 Siegen in Folge einfach auf die 5300 pushen. Das wäre so heftig. Mal schauen. Okay, so. Als nächstes können wir erstmal die Riesentruhe holen. So. Riesentruhe. Los geht's. Bitte eine Legendäre. Hatte ich so lange nicht. Es könnte klappen. Das wäre krank. Oh mein Gott, wenn wir echt eine Legendäre hätten. Schade, zu wenig seltene leider, egal. Kriegen wir noch Heilung und damit haben wir jetzt noch 2 Spiele und dann werden wir wirklich ungeschlagen von 5000 auf 5300.
Krass, okay. Ja, perfekt, genau. Das wollte ich, optimal. Und da haben wir genau das, was wir brauchen, nämlich Lightning Value. Perfekt, okay, was macht er jetzt? Was? Ah, wir können aber nichts machen. Das war so schlecht, der Todesschaden macht es doch sowieso. Was für ein schlechtes Drachenbaby. Egal. Ist nicht schlimm, wir können immer noch einen Holzfäller oder einen dunklen Prinzen reinbringen. Ich würde eher einen dunklen Prinzen reinbringen, falls aber irgendwas kommt wie... Oh nein. Okay, ich würde eigentlich sagen, irgendwas kommt wie eine Goblin-Gang. Jetzt wird's hässlich vielleicht. Mal schauen. Ich dachte, er wird's... Oh mein Gott. Ich dachte, es wäre ein Troll fast. Egal. Alles gut. Okay. Nein, nein. Nicht spiegeln. Nein. Oh mein Gott. Oh, das tut so weh, dazu zu schauen. Der Schaden. Okay, alles gut. Wir sind ungefähr ausgeglichen vom Schaden, aber das war echt schlecht gespielt. Von mir gerade. Golem nach hinten. Und wir brauchen wieder einen guten Blitzzauber am besten. Das wäre sehr wichtig. Ja, den hätten wir, glaube ich, lieber zulassen sollen. Jetzt läuft der Holzfäller halt nach vorne. Oh nein, Jonas, was machst du? Oh mein Gott. Bei Bahnfass dürfen wir nicht raushauen, auf gar keinen Fall. Ganz wichtig jetzt hier. Genau deswegen, genau deswegen. Jetzt hier das Bahnfass drauf, alles gut. Und, oh, danke. Drachenbaby am Turm. Drachenbaby einfach am Turm. Jetzt defensiv spielen nur noch. Ah, reicht es aus für den Turm. Ein Mini-Golem. Ja, sehr gut. Holzfäller rein. Drachenbaby. Oh nein, nicht connecten, nicht connecten, nicht connecten. Ja, 10 Sekunden noch, 8, 7. Das sollten wir haben. Außer Rakete, ich weiß ja nicht, aber egal. Nee, das war's, sehr schön. 9. Sieg in Folge. Ein Sieg noch für die 5300. Okay, Schweinereiter. Ich bring direkt einen Golem, weil er einen Elixierrückstand haben sollte. Und wir hätten Tornado, wenn er reingehen sollte. Ja. Ah, wobei, jetzt müssen wir hier aufpassen natürlich. Egal. Sollten wir eigentlich gedefft bekommen. Und das ist sogar ziemlich billig. Und jetzt können wir eigentlich optimal reinpushen mit dem Holzfäller. Holzfäller hinten dran. Ah, die Kanone wird nerven natürlich. Da muss ein Eisgolem kommen. Musketieren kommt. Holzfäller ist dran. Das Level 12. Nicht vergessen. Oh mein Gott, der macht so viel Schaden. Sehr schön. Kein Lightning. Er ist zu teuer. Okay. Was machen wir? Dunkler Prinz defensiv, würde ich sagen. Kann schon mal anlaufen. Sehr gut, sehr, sehr gut. So. Schweinereiter bekommt 2 Hits raus, ist völlig in Ordnung. Und jetzt haben wir noch einen Konterpush. Ich könnte einen Lightning draufwerfen, aber so richtig gut wäre der jetzt nicht eigentlich. Nee, lieber nicht. Und er failt! Was? Oh mein Gott, let's go, okay. Golem rein, es hat da sogar einen Elixierrückstand, glaube ich. Und wir führen mit 1-0. Das kann es eigentlich niemand mehr nehmen. Tornado rein. Er bringt noch einen Feuerball, das können wir voll reinpushen. Bringt jetzt hier noch einen Holzfäller rein, das soll es eigentlich gewesen sein. Sehr schön. Alter. Nochmal ein Eisgolem. Bringen wir noch einen Megalakai rein. 10 Sekunden noch. Ja, sehr schön. Und das heißt, wir haben es damit wirklich geschafft, mit 10 Siegen in Folge von 5000 auf 5300 zu pushen. Und ja, schon mal ein richtig wichtiger Schritt eben für die 6000 Trophäen die Season auf jeden Fall. So, kriegen hier plus 30 und ich würde sagen, allgemein, wir haben jetzt noch 130 Euro Budget übrig. Also, wenn ein Angebot kommt, wenn irgendeine neue Karte oder sowas rauskommt, haben wir noch verdammt viel Geld übrig für große Openings. Golem geht auch Richtung Level 13, seht ihr. Und wie immer, danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Ciao.